Großvater hatte ich alles zu verdanken. Er hatte mir alles gezeigt, mich alles gelehrt, was man eben braucht, um zu überleben. So, jetzt hat er die Blutlache gefunden und muss zur polizeilichen Vernehmung. Eine knappe Stunde später stand ich also vor dem Schulhaus in voller Ausrüstung. Das war bei mir einfach so. Cowboy-Hut, Sheriff-Stern und Mauser. Hi there, Cowboy! Ich erschrak so sehr, dass ich laut fluchte. Teufel, Scheißdreck! Und darum erschrak auch die Frau, die mich angesprochen hatte, und machte sogar einen Sprung rückwärts. Du bist also Kallmann, der Haifischfänger, nicht wahr? Ich wurde richtig verlegen, nickte und schaute zu Boden. Ich mag es, wenn man mich Haifischfänger nennt. Meistens nennt man mich etwas anders. Erstmal die Sicht Kallmanns. Es ist ja streng aus seiner Perspektive geschrieben. Und es ist die etwas andere Perspektive, die völlig gebrochen ist und die Wirklichkeit anders wiedergibt, als sie eigentlich ist. Dann gibt es einen Mordfall, der aufgeklärt wird. Ist ein Eisbär unterwegs, der von Grönland nach Island rüber gepaddelt ist. Sein Verhältnis zu seinen Mitschülern und Spielkameraden und auch Verwandten. Schönes Buch.